Bitte nicht! Ein tödlicher Autoraub nach dem anderen versetzt Washington D.C. in Angst und Schrecken. Die ballistischen Untersuchungen zeigen, ein Serienkiller treibt sein Unwesen, der sogar versucht, eines seiner Opfer mit dem gestohlenen Auto zu überfahren. FBI und Polizei stellen ihm eine Falle, doch die Aktion endet in einem Kugelhagel. Anfang der 90er Jahre überfiel ein Mörder seine Opfer im Dunkel der Nacht. Sein Jagdgebiet, die Vororte von Washington, D.C. Seine Zielpersonen, Autobesitzer. Ich bin Tim Carlstrom, ehemaliger Leiter der FBI-Stelle in New York. Der Killer war clever und schwer zu fassen. Er schlug schnell und gnadenlos zu. Das FBI musste seiner Spur folgen, wo auch immer sie hinführte. November 1991, Silver Spring, Maryland. Ein Vorort im Norden von Washington, D.C. Die Polizei von Montgomery County wird wegen Schüssen in einem Autohaus alarmiert. Die Beamten finden eine tote Frau, der in Bauch und Kopf geschossen wurde. Ein weiteres Opfer ist verletzt. Er hat Puls! Der Mann atmet, ist aber bewusstlos. Sanitäter bringen ihn ins Krankenhaus. Der Montgomery County Mordermittler Ed Day koordiniert das weitere Vorgehen in diesem Fall. Man muss solche Fälle so schnell wie möglich bearbeiten, so viele Informationen wie möglich sammeln und den Täter möglichst zeitnah ausfindig machen. Ein Mord ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Je mehr Zeit vergeht, desto geringer sind die Chancen, das Verbrechen aufzuklären. Die beiden Opfer waren Hausmeister. Sie sollten an dem Abend das Gebäude reinigen. Gegen 22 Uhr brachten sie gewöhnlich den Müll zu den Containern. Die Ermittler suchen nach einem Mordmotiv. Offensichtliche Motive übersieht man nicht. Bei einer Schießerei in einem Autohaus könnte ein Autodiebstahl das Motiv gewesen sein. Wir baten die Besitzer des Autohauses, eine Verlustliste zu erstellen. Es fehlten aber keine Autos und auch keine Gegenstände aus dem Inneren des Gebäudes. Die Ermittler finden die Autoschlüssel der Opfer. Auch ihre Autos sind noch da. Es handelt sich also nicht um Raubmord. Selbst das Geld war noch da. Es fehlte absolut gar nichts. Sind Sie der behandelnde Arzt? Ja. Es gibt keine Spur. Detective Day hofft, dass der Verwundete ihm weiterhelfen kann. Er liegt im Koma. Er reagiert kaum. Wir machen das bei jeder potenziell tödlichen Schießerei. Laut Gesetz muss die Aussage eines Sterbenden nicht beglaubigt werden. Es ist nicht bloß eine Aussage. Man geht davon aus, dass jemand, der weiß, dass er stirbt, die Wahrheit sagt. Eine Aussage von Personen in lebensbedrohlichen Situationen ist immer ein starkes Beweismittel. Entschuldigen Sie. Doch das Opfer stirbt 9 Tage später, ohne zuvor das Bewusstsein wieder zu erlangen. Bei der Autopsie der Opfer werden die einzigen Beweisstücke sichergestellt, die Projektile.
Im Labor der Maryland State Police untersucht der ballistische Gutachter Joe Coppara die Projektile, um herauszufinden, ob es mehr als einen Schützen gab. Unter dem Mikroskop konnte ich feststellen, ob die Projektile aus derselben Waffe stammen. Tatsächlich fand ich heraus, dass alle Projektile aus derselben Waffe abgefeuert wurden. Mithilfe der Kratzspuren auf den Projektilen kann Coppara auf die Waffe schließen. Als erstes habe ich das Kaliber der Waffe bestimmt, eine 357er. Mit einer Analyse der Verformungen und Einkerbungen bestimmte ich das Modell, eine Ruger 357. Aufgrund des fehlenden Tatmotivs wenden sich die Ermittler dem Privatleben der Opfer zu. Man arbeitet sich vor. Hatte das Opfer irgendwelche Feinde? Hatte es eine Affäre? Gibt es einen verärgerten Liebhaber? All das führt die Ermittler in 100 verschiedene Richtungen. Sie müssen eine nach der anderen abarbeiten. Man schließt etwas aus, geht der nächsten Spur nach und so weiter. Doch auch im Privatleben der Opfer finden die Ermittler kein Motiv für die Tat. Da die Autoschlüssel neben den Opfern lagen, überprüft die Polizei noch einmal die Möglichkeit eines gescheiterten Autodiebstahls. Die Ermittler entwickeln dabei mögliche Szenarien der Tat. Es wurde schon sauber gemacht. Das Autohaus war ja längst geschlossen. Sie brachten den Müll raus. Hey! Ganz ruhig, gib mir die Schlüssel. Die Detectives nehmen an, der Mörder forderte die Autoschlüssel. Die Schlüssel. Hier sind sie. Bitte nicht schießen. Nein, bitte nicht. Die Stelle, an der die Leiche der Frau gefunden wurde, lässt darauf schließen, dass sie versuchte zu fliehen. Stopp! Sie soll anhalten! Stopp! Wahrscheinlich verlor er die Kontrolle über die Situation. Er hat die beiden umgebracht, um dann in Ruhe nach ihrem Auto zu suchen. So wurde aus einem Raubversuch ein Mord. Ohne zwingende Beweise rückt die Lösung in weite Ferne. 3 Monate später werden die Ermittler zu einem neuen Mordfall gerufen. Die Leiche der Psychologieprofessorin Dr. Shaheen Hashtrudi liegt auf einem Parkplatz in Bethesda, Maryland. Ihr Auto ist verschwunden. Die Polizei nimmt an, dass sie bei einem Autoraub getötet wurde. Die fehlenden Blutspuren auf dem Boden weisen darauf hin, dass Hashtrudi in ihrem Auto erschossen wurde. In Gesprächen mit Hashtrudis Kollegen erfahren die Ermittler, dass sie ihr Büro um 20 Uhr verließ. Sie wurde bedroht. Stieg dann ins Auto. Los, steig ein! Lass den Motor an! Mach schon! Finger weg! Und wurde dann erschossen. Nicht? Er zog sie aus dem Wagen und stahl dann ihr Auto. Kopfschuss. Großkaliber. Keine Zeugen. Auch diesmal sind die einzigen Beweismittel die Projektile im Körper des Opfers. Die Ermittler schicken sie ins Labor der Polizeidienststelle Maryland. Dort werden sie mit den Projektilen des Doppelmords abgeglichen. Und tatsächlich wurden sie aus derselben Waffe abgefeuert. 2 Fälle.
Die Mordermittler gehen Akten von ähnlichen ungelösten Fällen durch. Großkaliber, direkt in den Kopf. Sir? Ein Detective erinnert sich an einen Mord, der einen Monat vor Herr Strudys Tod geschah. Die Fälle ähneln sich. Dem Opfer wurde ebenfalls mit einer Großkaliber-Handfeuerwaffe in den Kopf geschossen. Wie beim Doppelmord von Silver Spring lagen die Schlüssel neben dem Opfer. Viele Parallelen. Aber dieses Opfer hatte kein Auto. Die Ermittler fragen sich, ob Autoraub wirklich als Motiv in Frage kommt und ob die Fälle überhaupt zusammenhängen. Aber uns kam es so vor, als ob es eine Verbindung zwischen den Fällen gab. Wir müssen alles zur Ballistik schicken. Ja. Die Ermittler senden das Projektil ins Labor und lassen es untersuchen. Der Kriminaltechniker Joe Coppera vergleicht die Projektile der vier Mordfälle. Ich machte einen Quervergleich zu den anderen Projektilen und fand heraus, dass alle vier mit derselben Waffe abgefeuert worden waren. Wir haben ein Muster. Durch die ballistischen Beweise und das vermutete Motiv des Autoraubs ist den Ermittlern jetzt klar, die Fälle stehen in Verbindung. Aber warum erschießt der Mörder seine Opfer? Keines der Opfer war bewaffnet. Ihrem Körperbau nach stellten sie keine Gefahr für den Killer dar. Es gab zwei Erklärungen. Entweder hatte er die Kontrolle über die Situation verloren und sah einen Mord als einzigen Ausweg, oder es gab einen psychologischen Grund, warum es genau diese Opfer waren. Die Polizei nimmt an, dass sie es mit einem äußerst brutalen und unberechenbaren Killer zu tun hat, der sich noch in der Gegend aufhalten könnte. Montgomery County war seine Operationsbasis. Hier fühlte er sich sicher. Hier beging er alle Morde, also sozusagen den gefährlichsten Teil seiner Aktion. Hier lauerte er seinen Opfern auf. Er musste also eine Verbindung zu Montgomery County haben. Die Ermittler wissen, dass der Killer erneut zuschlagen wird. Sie müssen ihn stoppen, aber sie haben noch keine Möglichkeit, ihn zu identifizieren. Die Waffe ist das Einzige, das die Morde mit ihm in Verbindung bringen kann. Die Projektile waren unsere einzigen Beweise. Wir mussten ihn also verhaften und die Waffe sicherstellen, dann hätte er ausgespielt. Das hier. Die Ermittler wollen dem Killer keinen Vorwand liefern, die Waffe und damit den einzigen Beweis zu zerstören. Deshalb veröffentlichen sie den ballistischen Befund nicht in den Medien. Hätten wir der Presse erzählt, dass alle Projektile aus derselben Waffe stammten, wäre die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, dass er die Waffe beseitigt, sich schlimmstenfalls eine neue zugelegt und damit weitergemordet hätte. Herhören! Eine Woche nach dem Herr Strudy-Mord raubt ein maskierter Mann mit Latexhandschuhen eine Bank in Chantilly, Virginia aus. Los, Beeilung! Die Überwachungskamera zeichnet alles auf. Keine Bewegung oder ich töte euch alle! Eine Zeugin sieht, wie der Bankräuber in einem neuen weißen Auto flüchtet und notiert sich das Kennzeichen. Die Beschreibung des Fluchtautos passt auf Herr Strudys gestohlenen Wagen. Das lässt die Detectives in Montgomery County hellhörig werden. Becky? Aber es ist nicht Herr Strudys Kennzeichen. Er kam raus? Die Ermittler finden heraus, dass das Nummernschild in Annandale, Virginia gestohlen wurde. Ich habe sie schon oft zusammen gesehen. Die Möglichkeit besteht, dass der Räuber Herr Strudys Wagen fuhr. Ich habe die Bänder. Sehr gut.
Die Polizei von Montgomery County wird nun vom FBI unterstützt. Die Ermittler hoffen, dass ihnen die Aufnahmen aus der Bank weiterhelfen werden. Hoffentlich bringt uns das weiter. Den Ermittlern fällt auf, dass der Bankräuber dieselbe Waffe trägt, die für die Morde benutzt wurde. Ist das der Killer? Das Video ist ihre beste Spur, um den Verdächtigen zu identifizieren, sagt FBI Special Agent Robert Coffey. Sowohl der Verdächtige als auch die Waffe waren auf dem Video klar zu erkennen. Sein Bild wurde dann in allen regionalen Medien veröffentlicht. Wir hofften, dass ihn vielleicht jemand wiedererkannte. Ein Bart. Die Ermittler veröffentlichen die Information, dass der Räuber, das Geld und sein Fluchtwagen eventuell mit roter Farbe beschmiert waren. Keine Dummheiten, sonst erschieße ich euch alle. Die Bankangestellte schmuggelte Sicherheitspäckchen unter das Geld. Diese werden beim Verlassen der Bank elektronisch aktiviert. Außerdem sind sie mit einem Timer versehen. Nach kurzer Zeit explodieren die Päckchen und bedecken alles mit grässlicher roter Farbe, die nicht mehr abgeht. Das Geld wird eingefärbt und man bekommt es nicht mehr sauber. Außerdem ist es auch schwierig, die Farbe von einem selbst abzuwaschen. 5 Tage nach dem Bankraub entdecken Polizisten im Norden Virginias ein Auto mit dem als gestohlen gemeldeten Kennzeichen. Die Fahrgestellnummer zeigt, es ist Herr Strudys Wagen. Die Polizisten werfen einen Blick durch die Scheiben. Im Inneren waren rote Farbspuren von den Sicherheitspäckchen zu sehen. Es war der Fluchtwagen des Bankräubers. Die Polizisten überführen den Wagen zur Untersuchung in die Polizeiwerkstatt. Kriminaltechniker finden Blutspuren im Inneren und stellen Beweise sicher. Doch nichts weist auf die Identität des Mörders hin. Im Labor wird die DNA aus den Blutspuren mit Herr Strudys DNA verglichen. Treffer. Endlich können die Ermittler die Taten im Zusammenhang erkennen und den Plan des Killers nachvollziehen. Es ergab auf einmal Sinn. Zuvor waren wir viele Möglichkeiten durchgegangen, die alle abwegig erschienen. Jetzt hatten wir ein Motiv. Der Verdächtige ermordete Menschen, um ihre Autos zu stehlen und damit Banken auszurauben. Die Ermittler wissen endlich, warum der Täter Unschuldige kaltblütig ermordet. Doch sie haben keine Ahnung, wer er ist. Sie stehen vor der scheinbar unmöglichen Aufgabe, einen skrupellosen Mörder zu identifizieren und zu stellen, bevor er erneut zuschlägt. Das FBI und die Polizei von Montgomery County jagen einen Killer, der bereits 4 Morde begangen. Hände hoch! Wird's bald! Und eine Bank ausgeraubt hat. Hände dorthin, wo ich sie sehen kann. Unter den FBI-Agents, die den kaltblütigen Killer jagen, ist auch Special Agent Robert Coffey. Das FBI hat vor allem in solchen Fällen die Aufgabe, verschiedene Behörden zu koordinieren, um Informationen zu bündeln und alle Ermittler auf dem Laufenden zu halten. Diese Vorgehensweise ist eine wertvolle Unterstützung für den Montgomery County Detective Ed Day. Wenn man mit verschiedenen Behörden an einem Fall zusammenarbeitet, kann man aus viel umfangreicheren Quellen schöpfen. Die Ermittler haben das Vorgehen des Täters enträtselt. Er raubt unter Waffengewalt ein Auto und tötet den Besitzer. Dann nutzt er das Fahrzeug bei einem Banküberfall.
Die Ermittler suchen weiterhin in alten Akten nach ähnlichen ungelösten Fällen. Nichts geschieht ohne Grund. Niemand bringt einfach so Leute um. An diesem Punkt setzten wir an. Sie stoßen auf einen Fall, der sich vor einem Jahr in ihrem County ereignete. Dein Auto? Nein, hey, ganz ruhig. Das Opfer war Wartungstechniker, männlich, Hispano. Schlüssel her! Er wurde von einem Weißen mit einer Großkaliber-Handfeuerwaffe bedroht. Wo ist dein Auto? Der Maskierte fordert die Autoschlüssel, doch das Opfer behauptet, keinen Wagen zu besitzen. Und was ist das hier? Der Täter fragte, welches Auto dem Opfer gehöre. Dann musste das Opfer sich umdrehen, hinknien und die Hände hinter den Kopf halten. Wo ist das Auto? Das Opfer dachte, dass der Täter ihn erschießen würde. Kein Mucks, verstanden? Der Täter schoss dreimal. Eine Kugel traf den Arm des Opfers. Aber das Opfer kann fliehen und sich hinter einem Busch verstecken. Er wartete, bis sich alles beruhigt hatte. Nach 10 Minuten hält das Opfer einen Wagen an und will um Hilfe bitten. Doch im Auto sitzt der bewaffnete Täter. Ein Nachbar hat bereits die Polizei alarmiert. Das Opfer hat Glück. Am nächsten Tag sagt ein Zeuge aus, er habe gesehen, wie ein maskierter Mann eine Bank in Centerville, Virginia ausraubte. Die Polizei findet den Fluchtwagen. Es handelt sich um das Auto des Wartungstechnikers. Die Ermittler untersuchen die Beweise vom Tatort des Autodiebstahls, doch sie finden nichts. Sie haben nur das Stück des Projektils, das sich im Arm des Opfers befand. Dem Ballistikexperten Joe Coppera genügt das. Man braucht kein komplettes Projektil, wenn das Fragment genug Spuren aufweist, dass man davon auf die Waffe schließen kann. Um den Fall vor einem Jahr mit den neuen in Verbindung zu bringen, vergleicht Coppera das Stück mit den anderen Projektilen. Das Fragment passt perfekt. Doch die Identität des Killers liegt noch immer im Dunkeln. Das Labor kann uns nicht weiterhelfen. Die Ermittler studieren nun das Verhalten des Killers genau, um so mögliche Hinweise auf ihn zu finden. Er stiehlt Autos. Das erstellte Profil ergibt, dass er außergewöhnlich selbstbewusst und dreist ist. Angesichts der Tatsache, dass der Täter den Mut und die Dreistigkeit besaß, 10 Minuten an einem Tatort zu warten, bis sich das Opfer aus seinem Versteck wagte, schrillten bei uns alle Alarmglocken. Er war nicht in Eile. Und er war sich sicher, dass die Polizei nicht auftauchen würde. Die Ermittler vermuten auch, dass der Killer aufbrausend und rachsüchtig ist. Er war wütend auf das eine Opfer. Er fühlte sich durch dessen Flucht hintergangen und wollte sich dafür rächen. Doch die Ermittler verstehen nicht, warum der Täter während der Autodiebstähle ein unnötig hohes Maß an Gewalt anwendet. Es ergab einfach keinen Sinn, dass er diese Leute in einer relativ ungefährlichen Situation tötet. Das Risiko, gefasst oder identifiziert zu werden, war beim Bankraub viel höher. Aber da er unschuldige Leute mitten in der Nacht an einem Ort seiner Wahl überfiel, hatte er die völlige Kontrolle. Er schwebte nicht in Gefahr. Es machte einfach keinen Sinn, diese Leute zu töten. Die
Der Killer ist hochgradig gestört, aber auch clever. Eine Besonderheit seiner Vorgehensweise waren die vielen Zuständigkeitsbereiche, in denen er seine Taten verübte. Er nutzt die Tatsache, dass so keine einzelne Polizeidienststelle all seine Schritte nachvollziehen kann. Wir hatten einen Autodiebstahl in einem Bezirk, einen Kennzeichendiebstahl in einem anderen, einen Bankraub im dritten und einen aufgegebenen Fluchtwagen im vierten Bezirk. Der Killer geht in seinem Verwirrspiel noch weiter. Jedes Auto, das er stiehlt, lässt er kurze Zeit später irgendwo zurück, mit steckendem Schlüssel. Die Spurensuche wurde erschwert, da die Autos von mehr als einer Person gefahren wurden. Da er die Autoschlüssel stecken ließ, wurden die Wagen sofort erneut gestohlen. So wurde sehr viel forensisches Beweismaterial zerstört. Wir hatten also nur die forensischen Beweise aus den ballistischen Untersuchungen. Die Ermittler suchen weiter nach ungelösten Fällen, in denen ein Auto gestohlen und später für einen Bankraub benutzt wurde. Ein Fall ereignete sich in der Nähe der anderen Diebstähle. Eine Frau verließ eine Arztpraxis und wurde verfolgt. Als sie sich umdrehte und zur Praxis zurückgehen wollte, hielt der Täter sie auf. Er verlangte die Autoschlüssel. Sie gingen zum Wagen. Mach schon, steig ein. Starte den Wagen. Na los doch, los jetzt. Er zwang sein Opfer, das Auto zu starten. Gut so, raus. Dann musste sie aussteigen und sich vor eine Wand knien. Knie dich hin und nimm die Hände hoch. Danach befahl er ihr, sich nicht zu rühren. Etwa 30 oder 40 Sekunden vergingen. Hör mir zu. Ich fragte mich, wie lange er darüber nachdachte, ob er sie erschießen würde oder nicht. Sie war gefügig, hatte alles getan, was er ihr befahl. Das hat sie wahrscheinlich gerettet. Am nächsten Tag wird ihr Wagen als Fluchtauto bei einem Bankraub benutzt. Die Ermittler überlegen, warum der Täter all seine Opfer erschoss, aber die Frau am Leben ließ. Irgendeine Idee? Sie entwickeln verschiedene Theorien. Und der nächste Schritt? Vielleicht lag es daran, dass sie eine weiße Frau war. Vielleicht hatte er fremdenfeindliche Motive. Es kann aber auch sein, dass er aus irgendwelchen Gründen verunsichert war und die Opfer zu töten die einzige Möglichkeit war, die Kontrolle zurückzuerlangen. Die Ermittler haben nur wenige Anhaltspunkte, aber sie geben nicht auf. Wir müssen ihn stellen. Wir mussten ihm einen Schritt voraus sein und uns in eine Position bringen, in der wir nur auf seine nächste Tat warten müssten, um schließlich blitzschnell zuschlagen und ihn verhaften zu können. Sie konzentrieren sich auf den einzigen Aspekt seiner Vorgehensweise, den sie vorausahnen können. Genau. Die Autodiebstähle ließen sich nicht vorhersehen. Sie waren zu beliebig. Aber wir wussten, dass dem Diebstahl immer ein Bankraub folgte. Gelingt es den Ermittlern, die Bank zu bestimmen, die er ins Auge gefasst hat, können sie ihn vielleicht stellen. Ein Maskierter terrorisiert Maryland, nur wenige Kilometer nördlich von Washington, D.C. Er erschießt seine Opfer, stiehlt ihre Autos und raubt damit Banken aus.
Ich habe die Fotos. Im Frühling 1992 analysieren das FBI und die Polizei von Montgomery County die Vorgehensweise des Täters, um ihn so zu schnappen. Wir müssen herausfinden, wie er die Banken auswählt. Mordermittler Ed Day. Wir ließen Luftaufnahmen der Tatorte, der Fluchtwege und der natürlichen Umgebung anfertigen, um ein logisches Muster hinter seiner Vorgehensweise aufzudecken. Gab es Verbindungen oder Ungereimtheiten? Gab es etwas, das wir zu unserem Vorteil nutzen könnten und seinen nächsten Schritt voraussehen? Auf den ersten Blick erscheinen die Tatorte wahllos. Doch dann entdecken die Ermittler, dass alle ausgeraubten Banken etwas gemeinsam haben. In der Nähe jeder Bank verlief eine große Straße, die direkt auf eine Hauptverkehrsader wie die 495 oder die 270 führte. Die Ermittler konzentrieren sich nicht mehr auf die nächsten potenziellen Ziele, sondern auf den Fluchtweg, den der Täter wählen wird. Sie entscheiden sich für eine Schleppnetzfahndung an allen Autobahnabfahrten der Gegend. FBI Special Agent Robert Coffey. Wir entwickelten einen Plan, um mithilfe aller Behörden im Großraum Washington DC ein Überwachungsnetzwerk aufzubauen, um ihn nach seinem nächsten Bankraub an einem der Durchgangspunkte stellen zu können. Die Ermittler rufen Polizisten aus den umliegenden Dienststellen zusammen und weihen sie in ihren Plan ein. Sie suchen nach Autodiebstählen, die der Vorgehensweise des Killers entsprechen. Jede Polizeidienststelle entwickelt außerdem ein System zur raschen Weiterleitung gemeldeter Banküberfälle. Alle wichtigen Autobahnabfahrten in der Gegend werden überwacht, um das gestohlene Auto schnell identifizieren zu können. Der nächste Autodiebstahl ist unser Startschuss. Wir hatten genug Unterstützung, um überall die Verfolgung aufzunehmen. Jede Einheit konnte sofort Verstärkung anfordern. Dann würden wir ihn mit etwas Glück irgendwo stoppen und endlich verhaften. Nun warten die Ermittler auf den nächsten Autodiebstahl. Das ist der Plan. Schnappen wir ihn. Jeden Morgen um 5 Uhr geht Special Agent Coffey alle Berichte zu Autodiebstählen aus der vergangenen Nacht durch. Er sucht nach einer Übereinstimmung mit der Vorgehensweise des Killers. Hat der Killer erneut zugeschlagen, müssen sie das Auto identifizieren, bevor die Banken um 9 Uhr öffnen. Monate vergehen ohne ein Zeichen des Täters. Die Ermittler befürchten, dass er untergetaucht ist. Offenbar stand er unter Stress. Er konnte spüren, in welcher Gefahr er schwebte. 9. Oktober 1992. 8 Monate nach seiner letzten Tat. Die Agents aus Baltimore informierten mich über einen weiteren Autodiebstahl. Der Täter aus Baltimore wurde als männlich und weiß beschrieben. Er trug eine Skimaske, Lederhandschuhe und war mit einer Handfeuerwaffe bewaffnet. Gegen 7 Uhr ging ein 15-jähriges Mädchen zum Wagen seiner Mutter. Plötzlich fordert ein bewaffneter und maskierter Mann es auf, ihm die Autoschlüssel zu geben. Gib mir die Schlüssel. Aufheben. Mach schon, oder ich erschieße dich. Ein Polizist, der sich in der Nähe befand, hörte den Schuss und kam ihr zu Hilfe. Weg vom Auto! Weg vom Auto! Get away from the car! Get away from the car! Es kam zu einer Schießerei. Der Täter sprang in den Wagen und floh.
Unser Ziel, ein schwarzer Honda Civic. Wir waren zuversichtlich, denn der Diebstahl war gerade erst geschehen. Wir wussten, er verließ Baltimore und war sehr wahrscheinlich auf dem Weg hierher. Die Ermittler beschließen, nicht erst den Banküberfall abzuwarten. Fairfax County, D.C., rufen Sie an. Dank dieser Informationen konnten wir unser Netz im Großraum Washington, D.C. auslegen und hofften, dass er dort durchkommen würde. Streifenwagen und SWAT-Einheiten aus Maryland, Washington, D.C. und dem Norden Virginias positionieren sich an den Abfahrten und warten auf den gestohlenen Wagen. Da sie nicht wissen, ob der Täter die Nummernschilder ausgetauscht hat, halten die Ermittler jedes Auto an, auf das die Beschreibung passt. Stellen Sie den Motor aus. Immer in dem Wissen, dass es ein Killer sein könnte, der 4 Menschen umgebracht hat. Langsam! Hände, wo ich Sie sehen kann. Treten Sie zurück. Langsam die Tür öffnen. Das FBI und die Polizei jagen im Großraum Washington, D.C. einen Raubmörder. Sie kontrollieren jeden Wagen, der auf die Beschreibung eines kurz zuvor gestohlenen Autos passt, finden aber keine Spur des Mörders. Was soll das? Kein Treffer. Im 80 Kilometer entfernten Brunswick, Maryland, ist Police Officer Gary Klein auf Streife. Ich sah ein kleines schwarzes Auto. Das vordere Nummernschild fehlte. Als der Wagen an mir vorbeifuhr, sah ich, dass der Fahrer eine Maske trug. Es war ein Schock. Ich wusste nicht, was vor sich ging, aber ich war sofort alarmiert. Ich folgte dem Wagen, funkte die Leitstelle an und ließ das hintere Nummernschild überprüfen. Der Verdächtige im schwarzen Auto gab Gas, anstatt rechts ranzufahren. Er flieht. Plötzlich teilte mir die Zentrale mit, dass der Verdächtige wegen versuchten Mordes an einem Polizisten in Baltimore gesucht wird. Die Einheiten im Großraum DC sind zu weit weg, um einzugreifen. Officer Klein steht dem Killer allein gegenüber. Ich stand unter Adrenalin. Ich jagte dem Wagen hinterher und wusste, dass ich ihn irgendwann stellen muss. Wir rasten mit 140 bis 160 Stundenkilometern über die Straße. Officer Klein verfolgt den Verdächtigen von Maryland bis über die Grenze zu Virginia. Er wollte mich abhängen. Zentrale, wir fahren zur Interstate 71. Er fuhr in der Mitte der Brücke. Alle Fahrzeuge mussten ihm ausweichen. Ich musste abbremsen, um weder mich noch andere zu gefährden. Der Verdächtige schaffte es, sich ein Stück von mir abzusetzen. Doch als sich der Verkehr lichtete, konnte ich andere Wagen überholen und wieder zu ihm aufschließen. Klein folgt dem Verdächtigen weiter über die Grenze nach West Virginia. Er bog von der Route 340 in eine kleine Seitenstraße ein, aber er war zu schnell, verlor im Regen die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab. Ich stieg aus dem Auto und zog meine Waffe. Aussteigen, sofort! Plötzlich lehnte er sich auf die Beifahrerseite und ich sah, wie er eine Waffe hochhielt. Officer Klein will seine Waffe nicht auf offener Straße abfeuern. Wenn man den Abzug drückt, möchte man vermeiden, dass eine Kugel aus Versehen einen Unschuldigen trifft. Man muss in einer Millisekunde eine Entscheidung treffen, die sich auf das ganze weitere Leben auswirken wird. Plötzlich setzte er zurück und fuhr auf mein Auto zu. Ich dachte, er wollte es rammen oder mich überfahren.
Er fuhr weiter auf eine schmale Zufahrtsstraße. Ich folgte ihm. Es war eine Sackgasse. Er wollte hinter einen Bulldozer fahren, krachte aber dagegen. Er hatte keinen Ausweg mehr und ich musste ihn stellen. Hände hoch! Ich sah, wie er die Waffe hob. Hände hoch! Und mein Herz begann zu rasen. Ich will Ihre Hände sehen. Der Verdächtige geht in Deckung. Officer Klein wechselt währenddessen seine Position. Man darf nicht stehen bleiben, vor allem wenn der andere weiß, wo man ist. Kleins Taktik geht auf. Der Verdächtige schießt in die falsche Richtung. Ich feuerte auf ihn, als er hinter dem Wagen Deckung suchte. Noch ist keine Verstärkung in der Nähe. Officer Klein muss allein versuchen, den Täter zu stellen. Nehmen Sie die Hände hoch. Der kaltblütige Killer verwickelt Officer Gary Klein in Harper's Ferry, West Virginia, in eine Schießerei. Er kam hinter dem Auto hervor und zielte durch das Beifahrerfenster. Ich schoss auf ihn, traf den Wagen und er ging wieder in Deckung. Einige Sekunden vergingen, dann stand er wieder auf. Ich konnte hören, wie die Kugel im Metall des Autos einschlug. Er verschwand wieder hinter dem Wagen. Endlich trifft Verstärkung ein. Sie legten mir die Hand auf die Schulter und ich war unglaublich erleichtert. Mir fiel eine Last von den Schultern, denn ich war nicht mehr allein. Innerhalb von 10 Minuten trafen Einheiten aus verschiedenen Bezirken ein. Geben Sie auf! Der Täter bemerkt, dass er in der Unterzahl ist. Hände hoch! Plötzlich stand der Verdächtige auf, lief um sein Auto herum, kam auf mich zu und hielt sich seine Waffe an den Kopf. Waffe runter! Waffe runter! Ich schrie ihn an, er solle die Waffe fallen lassen. Aber er antwortete nur, dass er das nicht tun würde. Nein! Waffe runter! Hören Sie ganz ruhig! West Virginia State Police Corporal John Jeffries versucht, mit dem Täter zu verhandeln. Hören Sie ganz ruhig! Wir finden eine Lösung! Nach einigen Minuten des Verhandelns zog sich der Verdächtige die Maske vom Gesicht. Aber ich konnte ihn nicht genau erkennen. Ich muss meine Freundin anrufen. Er beginnt zu reden. Bitte, ich bin arbeitslos. Er sagt, er sei ein arbeitsloser Maler. Er sagte, er sei durcheinander. Er hätte Beziehungsprobleme und hätte Dinge getan, auf die er nicht stolz sei. All das hätte ihn überfordert, gequält. Er wisse nicht, warum er diese Taten beging. Legen Sie die Waffe weg! Nach einer Dreiviertelstunde hat der Killer eine ungewöhnliche Bitte. Ich finde keine Arbeit. Er wollte seine Mutter sprechen. In Ordnung, geben Sie mir Ihre Nummer. Er sagte uns die Nummer. 7351. Minuten vergehen, bis die Polizei die Mutter erreichen kann. Er sagte dem Täter, dass seine Mutter am Telefon sei. Die Frau fragt die Polizei nach seinem Namen. Er sagte, sein Name wäre Alan Newman. Aber er vertraute uns nicht. Er dachte, wir würden ihn anlügen. Das ist nicht meine Mutter. Reden Sie mit ihr! Er sagte, fragen Sie meine Mutter nach ihren Lieblingskeksen. Corporal Jeffries antwortete, sie sagt, es sind Schokocookies. Er begann zu weinen. Ich war schockiert. Ich dachte, er würde die Waffe fallen lassen und aufgeben. Kommen Sie! Legen Sie die Waffe weg! Sagen Sie ihr, dass ich sie liebe! Alles passierte wie in Zeitlupe. Er drückte den Abzug, aber nichts passierte.
Die Polizisten nutzen ihre Chance und überwältigen den Killer. Als alles vorbei war, war ich sehr erleichtert. Gott sei Dank waren mir alle zu Hilfe gekommen. Ich konnte dazu beitragen, den Mörder dingfest zu machen, sodass er keinem unschuldigen Menschen mehr etwas antun konnte. Die Polizei verhaftet Alan Newman und stellt seine Ruger Kaliber 357 als Beweismittel sicher. Laut Special Agent Robert Coffey wurde dasselbe Modell für die Morde benutzt. Die Ballistik hatte uns gezeigt, welchen Waffentyp wir suchten, nämlich eine Ruger. Der Maskierte trug genau diese Waffe. Die gleichen Projektile, die wir an den Tatorten gefunden hatten, steckten noch im Magazin der Waffe. Das wissen wir. Nach fast einem Jahr harter Arbeit haben die Ermittler den Killer endlich in Gewahrsam. Endlich lief er nicht mehr auf den Straßen herum, wo er Menschen wegen ihrer Autos umbringen konnte. Wir wollten ihn unbedingt verhören und erfahren, was ihn dazu getrieben hatte. Newman gesteht den Autodiebstahl in Baltimore, leugnet aber laut Mordermittler Ed Day alle Morde. Sie haben keine Beweise. Er war die ganze Zeit über großspurig und von sich überzeugt. Die Ermittler befragen Newman weiter, während Newmans Waffe im ballistischen Labor einem Schusstest unterzogen wird. Danach vergleicht ein Ballistikexperte die Einkerbungen auf dem so gewonnenen Projektil mit jenen Projektilen aus den 4 Mordfällen. Ballistikexperte Joe Coppera kommt zu einem eindeutigen Ergebnis. Der Versuch zeigte, dass die Waffen identisch waren. Jede Waffe hinterlässt einzigartige Spuren. Noch einmal. Nach Stunden im Verhörraum bekommen die Ermittler das ballistische Gutachten. Es war der entscheidende Beweis. Wir wussten, dass wir den Fall damit abschließen konnten. Wir hatten endlich einen unwiderlegbaren Beweis, den wir einer Jury präsentieren konnten und dessen Bedeutung niemand verdrehen konnte. Damit hätten wir ihn wegen Mordes anklagen können und er wäre höchstwahrscheinlich zum Tode verurteilt worden. Er war geschlagen und entschied sich dafür, einen Deal mit uns zu machen, statt sein Leben zu verlieren. Alan Newman bekennt sich in allen Anklagepunkten für schuldig. Er wird zu 5-mal lebenslänglich ohne Möglichkeit auf Strafaussetzung und zusätzlich 100 Jahren für Verstöße gegen das Waffengesetz verurteilt. Nur dank der Zusammenarbeit von mehr als einem Dutzend Polizeibehörden konnten wir diesen Fall erfolgreich abschließen. Die Polizeibeamten und Ermittler haben es zusammen geschafft, den Killer zu stellen und ins Gefängnis zu bringen. Danach ist man 10 Minuten stolz auf sich, bevor der nächste Fall auf dem Tisch landet und alles von vorn beginnt. Aber für einen kurzen Moment ist jeder Ermittler in diesem Fall froh, diesem kaltblütigen Raubmörder das Handwerk gelegt zu haben.